Hallo, ich bin Carsten in Waltrop. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich ein Stückchen begleiten. Ja, hallo nochmal. Also wir sind heute hier am Schleusenpark in Waltrop. Hier befindet sich das alte und das neue Schiffshebewerk Henrichenburg und unter anderem noch eine alte Schachtschleuse. Das Wetter ist heute nicht ganz so besonders. Ich hatte aber Lust, wenigstens ein bisschen rauszugehen und habe mir gedacht, ich gehe dann mal heute hier in den Schleusenpark und schaue mir mal wieder so ein bisschen Geschichtliches an. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr mit. Wir befinden uns jetzt hier am höher gelegenen Dortmund-Ems-Kanal und also die Schleusen bzw. Schiffshebewerk ist dann jetzt die Verbindung zum tiefer gelegenen Rhein-Herne-Kanal. Ja, und ich habe beschlossen, zuerst durch den Park durchzugehen, durch diesen Schleusenpark, und mir erst hinterher das Museum anzuschauen. Ganz einfach, das Museum hat noch nicht offen. Bin hier irgendwann als Kind, ich glaube damals noch mit der Grundschule wohl schon mal hier gewesen, aber das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? Damals gab es allerdings auch noch nicht hier diesen Schleusenpark. Der ist wohl erst später entstanden. Meines Wissens konnte man hier das Stück Land eigentlich gar nicht betreten als Otto Normalbürger. Also wir befinden uns jetzt hier quasi in der alten Schachtschleuse. Die Schachtschleuse wurde 1914 fertiggestellt und war dann bis 1989 in Betrieb, bis dann die neue Schleuse in Betrieb genommen wurde. Sie befindet sich quasi zwischen der neuen Schleuse und dem alten Schiffshebewerk. Und die haben jetzt hier den Kanal quasi trockengelegt, sodass wir unter der Schleuse hindurch oder durch die Schleuse hindurch laufen können. Also kommt mit.
Also wir befinden uns jetzt direkt unterhalb des Torbogens, ungefähr auf Wasserniveau des Rhein-Herne-Kanals. Und da oben, wo die Schleusenwand zu Ende ist, ist dann ungefähr auch das Wasserniveau des Dortmund-Ems-Kanals, dessen Höhe hier mit der Schachtschleuse damals überwunden wurde. Bei einer normalen Schleuse wird einfach das Wasser in die Schleusenkammer gepumpt und bei jedem Schleusenvorgang gibt es dann halt entsprechend des Volumens der Schleuse jedes Mal einen Wasserverlust. Bei einer Schachtschleuse ist es ein bisschen anders, und zwar sind auf der Seite der Schleuse gibt es, ich sag mal, Wasserkammern, die das Wasser bevorraten und zwischen denen das Wasser immer wieder hin und her gepumpt wird, also in die Schleusenkammer hinein und hinterher wieder in diese Vorratskammern durch einen Schacht hindurch gepumpt werden. Das ist auch der Grund, warum dies eine Schachtschleuse ist. Das wird ganz einfach gemacht, weil A, gibt es hier einen sehr großen Höhenunterschied, und B, ist es so, dass dadurch halt weniger Wasserverlust entsteht. Also weniger Wasser entweder flussaufwärts oder flussabwärts bzw. kanalaufwärts, kanalabwärts gepumpt werden muss. Ja, und das jetzt ist hier die Ausfahrt der Schleuse am sogenannten Oberwasser, also am oberen Niveau, am Dortmund-Ems-Kanal. Wie gesagt, das ist jetzt hier mittlerweile ein toter Kanalarm. Aber hier gibt es auch so einiges an Wasservögeln zu sehen. Ist eigentlich schon ganz schön hier, der Schleusenpark. Und hier im Hintergrund sieht man dann das alte Schiffshebewerk, fertiggestellt 1899.